ja eine wesentliche Frage, die wir uns als Bildungspolitiker stellen, ist, wie wir Teilhabe und Lernen in Gemeinschaft, in außerschulischen Lernorten aktiv fördern können. Ich glaube, wenn wir das unter dem Aspekt der Open Educational Resources, also OER, betrachten, dann könnten zentrale Orte eben für diese breitere Teilhabe sogenannte Bildungs- oder Medienzentren sein, die wir in der Zukunft aufbauen wollen. Wo könnten diese Medienzentren sich befinden? Und zwar zum Beispiel in Bibliotheken, das kann in den Schulen sein, das kann aber eben auch die Stadtbibliothek sein oder die Bibliothek auf dem Dorf. Die ermöglichen dann natürlich in Ergänzung zu einer digitalen Lernmittelfreiheit für alle Kinder und Jugendliche einen schnellen Zugang für alle. Und wenn ich sage alle, dann meine ich natürlich einen barrierefreien Zugang, der für Jung und Alt ermöglicht wird, also für Kinder und Jugendliche, genauso wie für Rentnerinnen und Rentner, der für Menschen auf dem Land eine Teilhabe ermöglicht, aber auch für Menschen in der Stadt und natürlich auch für Menschen, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben, so wie ich. All diese Gruppen sollen daran teilhaben können. Was brauchen wir denn dafür, damit diese Kernpunkte eben erfüllt werden können? Und zwar eine IT-Infrastruktur, die das Ganze auch überhaupt erst möglich macht. Wenn ich keine ordentliche Internetverbindung habe, dann kann das nicht funktionieren. Wenn ich kein WLAN-System habe, dann ist es auch sehr schwierig, mit mobilen Endgeräten dort schnell und einfach Informationen zu sammeln, zu lernen, miteinander zu arbeiten, Welt neu zu erforschen. Wir brauchen natürlich, weil alleine funktioniert das in der Regel nicht, ein gut ausgebildetes Personalnetz. Da meine ich eben nicht nur die Lehrkräfte oder die Pädagoginnen und Pädagogen, sondern auch Menschen, die sich natürlich einerseits um die IT-Infrastruktur kümmern, also die wissen, wenn das System mal gerade hakt, was sie machen müssen, aber eben auch medienpädagogisch so gebildet sind, dass sie diese freien Bildungsmedien, die möglichst barrierefrei für alle zugänglich sein sollen, auch empfehlen können und sagen können, da schaut ihr mal, wenn ihr Englisch Probleme habt, da guckt ihr mal, wenn ihr in Geschichte ein Projekt machen müsst, das sind gute Sachen, die können euch weiterhelfen. Ich glaube, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Und diese Produkte, die ich schon gerade skizziert habe, sollen ja auch so sein, dass sie qualitativ hochwertig sind, dass man eben weiß, das ist sicher, das ist richtig. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass unsere Schulbuchverlage dort auch eine Rolle spielen werden. Aber gleichzeitig, und das ist ja das Tolle an OER, sollen viele Produkte offen sein, damit man miteinander sie weiterentwickeln kann, dass man weitere Impulse geben kann und Schülerinnen und Schüler, genauso wie die Rentnerinnen und Rentner, zum Lernen und Lehren befähigt. Ja, und dann haben wir natürlich einen außerschulischen Lernort geschaffen, der ein bisschen die Erweiterung ist zu dem, was es ja schon gibt. Ich bin selber Lehrerin, ich habe Ausflüge in Museen gemacht, ich war mit meinen Schülerinnen und Schülern in Bergen-Belsen im Konzentrationslager und habe mir dort angeschaut, was damals passiert ist. Das sind großartige Lernorte, die sollten wir weiter besuchen und diese Möglichkeiten erfahrbar machen. Vielleicht können da auch digitale Hilfsmittel eine digitale Reise hin ermöglichen, wenn jemand vielleicht erkrankt ist und nicht mitkommen kann. Was brauchen wir? Wie machen wir das? Ich glaube, grundsätzlich müssen wir gemeinsam voranschreiten. Ich würde mir wünschen, dass wir als Politiker auch überparteilich mit allen demokratischen Parteien den Prozess jetzt weiter beschleunigen, dass wir gemeinsam daran arbeiten, solche Projekte schnell an den Start zu bringen. Und wenn ich sage, wie können wir das noch ein bisschen besser machen, dann hoffe ich, dass im nächsten Jahr, wenn im Frühjahr die OER-Strategie der Bundesregierung vorgestellt wird, da solche tollen Pilotprojekte wie zum Beispiel so ein Medien- oder Bildungszentrum in einer Bibliothek auch gefördert werden können. Im aktuellen Haushaltsentwurf haben wir 8 Millionen Euro eingestellt für die OER-Strategie. Und ich bin gerade dabei, mit einigen Kollegen und Kollegen zu versuchen, dass wir da noch ein bisschen mehr Geld reinpacken, damit zum Beispiel solche Bibliotheken, die sich auf die Reise machen wollen, ein OER-Zentrum zu werden, ein bildungs- und lebensweltliches Zentrum zu werden, dann vielleicht auch als Pilotprojekte gefördert werden können.